Karte für eine Kurzstrecke. Sah gerade so aus, als hätte ich das Licht vorne auch an. Aber ich denke mal, das kommt dadurch, dass ich drin halt so Vollbeleuchtung anhabe. Und deswegen wird das durchaus so sein, dass es mir hier vorne so hell vorkommt. Mich wundert, dass der so extrem gut beschleunigt hier. Da muss man jetzt noch drüber, es tut mir ja ganz doll leid, aber... Ampel! Hey! So, ich hoffe... Aber ich muss sagen, ich habe mich gut dazwischen gestellt. Nichts links, nichts rechts mitgenommen, so wirklich. Ah, na prima. Jetzt ist... Ja... Knickschutz rein. Knickschutz raus, meine ich. Deaktivieren. Natürlich sagt er mir jetzt, nein, ich will nicht. Was ja ganz verständlich ist. Bei dem Knick. So. Problem gelöst. Ach du meine Güte, jetzt geht's nach draußen. Weil das sah mir zumindest sehr nach Ortsausgangsschild, Ortseingangsschild aus. Oder ähnliches. So. Stimmt das? Nein, stimmt natürlich nicht. Nächste Haltestelle: Südstraße. Jetzt stimmt's. So. Hier ist zum Glück rechts vor links, das heißt, dass einfach da nichts kommt. Ja, sagte er und fuhr trotzdem auf die Kurve, auf die Kreuzung. Aber die wollen zum Glück abbiegen und da sie das eh nicht gekonnt hätten, wenn ich da gewesen wäre, nehme ich mir jetzt einfach mal das Recht raus, um hier lang zu fahren. Ich muss sagen, das ist sehr kurvig. Hier einmal komplett durch. Das bei Schnee mit dem Gelenkbus. Na prima. Das kann lustig werden, oder das ist lustig, hier durchzufahren. Bei den Bedingungen. Du wartest da schön. Jetzt habe ich hier Vorfahrt. Das ist ja auch eine tolle Haltestelle hier. Muss ich mal versuchen, das so zu erwischen, dass die einigermaßen auf dem erhöhten Bereich sind. So wie das aussieht, ist hier irgendwie erhöht. Keine Ahnung. Könnte ich denken zumindest. Bin mal gespannt, wie unser Bus nachher aussieht. Halt, bevor ich hier irgendwie irgendwo fahre, ich muss geradeaus, okay. 30 ist okay. Bei 30 gehe ich mit. 11 Grad, 4 Minuten zu spät. Uhuhu. Ja, da können wir auch schon mal 40 fahren. Wie habe ich das denn jetzt geschafft? Na gut, durch dieses Wendemanöver. Also ich das Wendemanöver durch diese Verbremsung dann generell ein bisschen zu langsam gefahren oder... So, was jetzt langsam vorsichtig gefahren. Ja, dann kommt man auch schon mal auf 4 Minuten Verspätung. Da wollten viele mit an jeder Haltestelle. Ja, ja. Das ist dann nun mal so. So. Das ging ja jetzt einigermaßen. Viele hier einfach aussteigen wollen, das sind immer noch welche. So, jetzt ist niemand mehr. Ah, das ist ja eine süße Haltestelle da drüben. Haben wir auch so ein süßes Schild? Nö. Aber das ist doch eine süße Haltestelle hier drüben. Die ist doch niedlich. So, wir müssen hier geradeaus. Wir dürfen hier noch nicht abbiegen. Wie die 2 oder die 102. Die 102 ist, glaube ich, auch ein Schnellbus. Die 145 ist auf jeden Fall ein Schnellbus, das weiß ich.
Also schätze ich mal, weil das die einzige 100er Nummer ist, mit der 102 zusammen, dass das wahrscheinlich die Schnellbusse beide sind. Nächste Haltestelle, Läufenhof. Jetzt habe ich ja jemanden vor mir, der die Geschwindigkeit exakt hält. Mal runterbremsen und einfach mal rollen lassen. Schon lustig, wie sehr man sich auch nur bei so leichten Bremsungen, sage ich mal, nach vorne neigt, wenn man sich das da anguckt. So, ich brauche eh nicht so schnell beschleunigen. Erstens wird der eh nochmal bremsen, zweitens wird hier drüben welche rüber wollen. Und damit ich die nicht umniete, was ich jetzt nicht mehr tue, kann ich auch langsam fahren. So, und jetzt kann ich mal richtig auf die Tube drücken. Das heißt auch Fernlicht, insofern wie das möglich ist. Scheiben wir schon normal an, aber 70 als maximale Geschwindigkeit, so 70 bis 75. Einfach weil ich sonst nicht mehr ausgebremst. Ich krieg's hier so jetzt schon nicht mehr ausgebremst so wirklich. Aber sonst wäre es ja. Ich muss sagen, das ging erstaunlich gut gerade. Nicht wirklich gerutscht. Wer will auch hier schon raus? Doch, habe ich richtig. Und wir sind gar nicht mehr so spät. Und es wird wärmer. Ich könnte wetten, das ist Terrainsblinde, deswegen rutsche ich hier nicht. Deswegen kann ich auch ganz normal beschleunigen. Ich würde ja fast in die mittlere Spur fahren, wenn ich wüsste, dass das bei uns Abbiegespur ist. Ich sehe es nur leider nicht. Ich kann nicht beurteilen, ob das hier in der Mitte... Nee, ist kein Abbiegespur. Das ist einfach nur eine breite Straße. Ach, so ist das. Ich dachte, hier wäre es dreispurig. Deswegen stehe ich auch so weit rechts. Ja gut. Dann fahren wir jetzt einfach mal ein Stück rüber, was eh keinen interessiert, weil ich da jetzt eh abbiege. Nächste Haltestelle, Diepenbenden. Uiuiuiui. Alle Fahrgäste auszusteigen. Ich wollte gerade sagen, was habe ich jetzt mitgenommen, aber da ist mein Heck mal ein bisschen abhanden gekommen. Mein Nachläufer. Wir mit unserer tollen Hupe. Oh, mit Retarderbremse ist ja auch gut. Nämlich richtig schön bescheuert. Also Einzelretarder. Huch. Wie soll ich denn hier jetzt langfahren, bitte? Ach so, ja, okay, natürlich. Ich weiß wie. Jetzt rein. Schätze ich mal. Ach, das ist dieses kuriose Objekt, das kenne ich auch noch. Wo man hier dann so schön einmal dreht. So, und wie man jetzt sieht, mich treibt es einfach nur raus. Einfach nur raus. Ohne dass ich wirklich groß was gemacht habe. Weg vom Fenster. Aber sowas von. Sieben Minuten habe ich jetzt erstmal Pause. Mache ich jetzt mal die Handbremse rein. Hier geht's denn dann gleich weiter. Linie 35. Stellen wir schon mal ein. Linie 35. Das ist dann wahrscheinlich die Route 2, genau. Aber da steht's.
Da steht es dann auch weiter als Linie 32. Interessant. Wo muss ich mich dann denn dann hinstellen? Muss ich hier hin? Linie 35, genau. 8 Minuten. Die andere ist in 26 Minuten. 32 fährt erst in 26 Minuten wieder zurück. So, ich bin ja kein Unmensch, deswegen stelle ich mich jetzt dahin. So. Und rein theoretisch müsste ich jetzt eigentlich das Innenlicht ausmachen. Warum auch immer, müsste ich jetzt trotzdem machen. Selbst wenn Fahrgäste drin sind. Aber da ich ja kein Unmensch bin, mache ich es wenigstens zur Hälfte an. Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Nein, kann ich nicht. Guten Morgen. Guten Morgen. Und ich fahre jetzt noch nicht ab. Nein, ich stelle mich nur noch mal ordentlich hin. So, Motor lasse ich trotz dessen an, weil es sonst einfach zu schnell auskühlt im Bus. Ich will jetzt trotzdem mal 3 Minuten oder sagen wir mal 4 Minuten vorspulen. Ja, 2 Minuten haben wir noch Zeit. Kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Ja. Warum haben Sie kein Licht? Können Sie vielleicht ein bisschen heller machen? Ja, muss ich. Das tut mir doch ganz leid, aber das muss ich. Hallo. Einmal normal. So, die Tür mache ich nochmal zu. Und guck mal, uns vor allem, wie dreckig unser Bus mittlerweile schon ist, ja. Das klebt ordentlich Dreck dran hier. Und das nur durch, na, wie lange? Halbe Stunde Fahrt, knappe halbe Stunde Fahrt, ist der jetzt schon so dreckig geworden. Aber ich muss hier mal an der Stelle sagen, das Repaint ist von R&W Repaints. Ist wirklich schick geworden, finde ich. Es ist jetzt nicht so, sage ich mal, jetzt nicht so besonders. Er hat eine kleine Landschaft mit Bäumchen und ein paar Schneeflocken. Ist, finde ich, ganz gut gelungen. Macht auch ganz viel Spaß, damit rumzufahren, anstatt jetzt, sage ich mal, hier mit dem Standard-Repaint rumzugucken. Hätte ich auch machen können. Ich wollte aber das nehmen, weil es einfach ein bisschen mehr Schwung hineinbringt und ein bisschen zur Weihnachtszeit auch passt. Das Licht kann ich aber hier mal für die letzte Minute nochmal ins Standlicht umwandeln. So, ja, Heizung ist natürlich an. Auf dem Maximum, was geht. Kann ich das noch irgendwie? Da kann ich es noch umändern. Das habe ich ganz hoch. Auch wenn es nur mein Fahrerklima ist, habe ich es trotzdem ganz hoch. Das mache ich mal raus. Naja, wobei Fahrerklima, so viel will ich mich nicht pusten lassen. Das geht auch ohne. Ja, Bussteig 2, 32 müssen wir abfahren. Ja. Pausenplatz. Ich bin aber schon eins weiter. Liebe Leute. Da muss ich jetzt mal ganz kurz zaubern. So. Müssen wir halt noch eine Minute länger warten. Ich habe jetzt einfach nur mich so gemacht, dass ich hier... Nee, an der Haltestelle wollte ich eigentlich nicht abfahren, aber... dass ich ab Bussteig 2 abfahre, aber das ist ja jetzt nicht ganz so dramatisch. Dass der das falsch hat, zeigt sowieso, von 31 bis 33 sind es keine 0,8 Minuten. Das stimmt nicht ganz. Nicht ganz. Ja. Ich sehe gerade, der Kurs ist ein Stück kürzer, gerade mal 12 Minuten circa. Also bei uns wahrscheinlich knappe Viertelstunde, wenn man die äußeren Umstände mit einplant. Ja. Aber ich denke mal, das ist auch nicht ganz so schlimm. Möchte doch irgendjemand mit? Nein, sieht nicht danach aus. Hier stehen wir schon gar nicht mehr dran an der Tafel. Da sind wir schon offiziell abgefahren. Hier, der kommt erst in 18 Minuten wieder. Der 35er, also unser Gegenkurs, müsste das jetzt sein. Es sei denn, es fährt... Nee, doch. Es sei denn, es fährt einer zweimal auf der 32, was ich aber ausschließe. Oh, ja. So, nochmal gucken, möchte noch jemand mit? Nein. Also, geht's jetzt für uns los. Wieder mit voller Beleuchtung.
Richtung Rathausplatz zurück mit der Linie 35. Gleicher Bus, gleiches Wetter, gleiche Umstände. Der... Uch, je, hat der Glück. Hat der Glück. Nächste Haltestelle, Bernhard-Bolzano-Straße. Bernhard Bolzano, das ist ein toller Name. So möchte ich nicht heißen. So, hat sie sich jetzt wieder eingekriegt? Ja. 14 Hallo. Grad haben wir, das ist gar nicht mal so übel. Eine Kurzstrecke, bitte. Eine kurze. Bitteschön. Einen normalen Fahrschein. So, verkaufen wir jetzt auf der Rücktour mal noch ein paar Tickets. Wenn schon 14 Grad sind, können wir auch wieder ein Stück runtergehen. Aber wir müssen ja aufpassen, dass es auch nicht zu warm wird. Das ist ja auch nichts. So. Hier muss man Verwatt beachten. Nächste Haltestelle, Löskau. Das finde ich jetzt gar nicht toll, dass ich hier Vorfahrt beachten muss, weil da muss ich gucken. Ja. Ich stand schon halb auf der Kreuzung, von daher hätte sich jetzt warten nicht wirklich was gebracht. Na gut. Eigentlich wollte ich Fernlicht anmachen, aber das hat es für das Stück jetzt nicht wirklich gebracht. Wir fahren sozusagen jetzt hinten rum, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Okay, dann halt hier rum. Das geht ja bei dem Objekt zum Glück, das kennen wir ja aus Spandau. Von der Endstelle. Ich möchte jetzt halt einen kleinen Umweg fahren, ein bisschen verbremst und da dachte ich mir, ehe ich die Kurve noch bescheuerter nehme. Fahre ich jetzt lieber so rum. Das war, glaube ich, die bessere Variante. Bordstein. So, hinten will eh niemand aussteigen, von daher kann ich die Tür auch zulassen. Da muss ich extra noch mit aufmachen, wo es jetzt doch wieder wärmer im Bus wird, weil ich wahrscheinlich Umluft ausgemacht habe. Hallo. Was ja auch Sinn macht, wenn ich Heizung anmache, dass ich Umluft ausmache. Ja, jetzt habe ich es dann vergessen, den Fahrschein so zu verkaufen. Passiert. Kommt vor.